meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Ebros Beauty Lounge. Ich wollte euch heute eine kleine Review zu den Head Candy Hair Extensions geben. Ich habe mal vor langer, langer Zeit gefragt auf Facebook. Liebe Leute, was würdet ihr mir an Extensions empfehlen? Weil ihr wisst, ich hab immer so kurze Haare und es nervt mich einfach. Ich will auch mal so langes, volles Haar. Dann will ich so viele Frisuren machen und kann es aber nicht, weil meine Haare einfach zu kurz sind. Jetzt habe ich sie endlich bestellt. Es gab so viele verschiedene und ich so, dann habe ich einfach bestellt und dann ist es gekommen und ich war total glücklich mit der Bestellung und ich zeige euch einfach ganz kurz, was ich bestellt habe. Kleinen Moment. So, meine Bestellung kam von Head Candy. Ich habe bei Google irgendwie beste Hair Extensions oder so und dann kam das und dann habe ich es einfach bestellt. Blind drauf hin. Ich glaube, ich habe die Farbe, kann ich auch mal, Butterscotch bestellt und habe bezahlt mit Versandkosten, steht hier, wartet. 141 Euro, ein paar zerquetschte. Ich muss sagen, der Kundenservice von Head Candy ist einfach nur top. Als sie das hierher geliefert haben, kam es irgendwie nicht und der Postbote war irgendwie ganz blöd und hat meinen Namen nicht richtig gelesen und dann ist es wieder zurück nach England gegangen. Und ich so, oh nö, und ich wollte und hier. Und das war schon vor meinem Haus und ist dann wieder zurück nach England. Das ist dann schon mal richtig nervig. Und die haben es mir wieder kostenlos dann zur Verfügung gestellt, beziehungsweise ohne Versandkosten wieder hierher geschickt. Ja, und so sieht das denn jetzt aus. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ungewohnt, weil ihr kennt mich einfach alle nur mit kurzen Haaren. Ich habe eine halbe Ewigkeit gebraucht, diese Dinger reinzuklipsen. In der Kamera sieht man ein bisschen den Farbunterschied. Ja, ein bisschen mehr. Obwohl es beides dieselbe Haarfarbe ist. Also wenn ich jetzt hier vor dir stehe und so, dann siehst du keinen Farbunterschied. Aber in der Kamera erscheint es ein bisschen auch wegen dem Licht und so. Also da wundert euch bitte nicht. Ich hasse das, wenn die Frauen immer ihre Haare anfassen. Jetzt bin ich auch schon so eine. Ich fasse es nicht mehr an. Nur ich muss halt gucken. Ich habe keine Ahnung, wie die sitzen sollen. Und ich bin völlig überfordert, ey. Warte mal, am liebsten will ich mir einfach nur so einen Zopf machen und das dann hier hinten so... Ich muss sagen, sie sind mir ein bisschen zu lang. Ich glaube, ich lasse sie ein bisschen schneiden, weil ich finde, so lange sieht es schon immer ein bisschen... Ich glaube, ich habe 180 Gramm genommen. Ja, guck mal, ich hatte einfach... Da ruft jemand an. Ich komme gleich, ja? So, sorry für die Störung. Ich habe auch die Möglichkeit, jetzt zum Beispiel so einen Zopf zu machen. Und ich glaube, es gibt viele, die sagen, die können mit Extensions keinen Zopf machen. Und ich finde, von hinten sieht man nicht, dass ich jetzt Extensions drin habe, also wie soll ich sagen, das sieht jetzt nicht hubbelig am Hinterkopf aus oder sonstiges. Was kann ich zu den Extensions sagen? Also das sind auf jeden Fall echt Haarextensions und sie fühlen sich sehr, sehr weich an und ich muss da ständig hingrapschen, aber obwohl ich das gar nicht will. Sie riechen nach Farbe, also als sie angekommen sind, waren sie ein bisschen heller. Ich habe sie gefärbt, das war eine Prozedur. Ihr könnt euch, glaube ich, Tutorials angucken, wie man so Extensions färbt. Das ist eigentlich wie normales Haar, ne? Das erste Mal ist es leider ein bisschen fleckig geworden. Also da müsst ihr gut drauf achten. Und ich glaube, ich muss mein normales Haar nochmal nachfärben, weil ich bin mir nicht ganz sicher. In der Kamera sieht das hier unten so dunkel aus und hier oben so hell. Und ich glaube, wenn ich das jetzt hier so ranhalte, dann sieht man das auch. Dass es ein bisschen dunkler ist. Meine Haare haben Grünstich, ne? Ach nee, aber es sieht nur in der Kamera eigentlich so aus. Was kann ich euch über die Hair Extensions sagen? Also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung damit. Ich wollte es einfach nur zeigen, weil ich denke, viele werden danach fragen. Aber ich habe sie auch bestellt, um sie zu tragen. Ich kann dir mal kurz wieder rausklippen, weil ich glaube, man kann damit nicht schlafen. Ich kann dir mal spaßeshalber hier mal irgendwo fühlen. Oder ich zeige euch mal, was da alles drin ist. Also zuerst in der... In diesem Set sind beinhaltet zwei einzelne Strähnen. Zwei, beziehungsweise vier mit zwei Clips. Und vier habe ich jetzt noch am Hinterkopf. Also das ist hier hinten nochmal ein Dreier. Die Clips sind auch wirklich sehr angenehm. Was ich gut finde, ist, dass die hier nummeriert sind. Also das fängt dann an bei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also da kann man gar nicht so viel falsch machen. Dann ist da eins drin, was richtig, richtig dick ist. Also da sind, glaube ich, drei Haarteile aneinander genäht. Und so sieht es aus. Und die Haarqualität könnt ihr hier auch sehen. Also das soll feinstes Rimi-Hair sein, habe ich mal auf der Page gelesen. Und das ist halt mit vier Clips und der kommt an Hinterkopf hinten ran. An Hinterkopf hinten ran. Ja, vorne sollte das lieber nicht rankommen. Eigentlich ist da noch eins drin, aber das habe ich vorhin rausgenommen, weil es mich genervt hat oder beziehungsweise ich es falsch rangemacht habe.
Und das ist der letzte, beziehungsweise vorletzte, da kommt noch einer. Und wenn ihr dann alles drin habt, dann sieht es ziemlich voll aus. Also ich glaube, man braucht nicht alles. Kommt halt darauf an, wer... Oh, jetzt habe ich wieder gar nichts mehr. wer wie viel braucht und wer wie viel braucht. Ja. So, also dieses Video war jetzt nicht ganz hilfreich. Ihr werdet wahrscheinlich noch 100 Millionen Fragen haben. Postet die bitte, weil ich weiß jetzt gar nicht, was ich beantworten hätte sollen. Und wir kommen einfach zu den Zuschauerfragen, ja? Gudebetz fragt, hi Ebo, dieses Catrice, das Set beim Video, bekommt man das so zu kaufen oder wird es irgendwie bestellt? Ja, das ist wahrscheinlich ein Missverständnis gewesen. Also dieses Set, was ich gekriegt habe, war ein Tester, also ein Testpaket für mich, weil ich kriege ab und an mal so Testpakete nach Hause geschickt, weil ich ja vorab schon mal beurteilen oder ab schon mal testen kann, wie die Sachen so sind. Und wenn sie dann draußen sind, dann kann man halt eine super schnelle Review geben, was sich lohnt und was nicht. Also dieses Set kann man leider nicht bestellen. Es tut mir leid, falls sich da einige so gewundert haben. Nilgün fragt, ob ich die Chanel Wimperntusche empfehlen kann. Ja, das ist so eine Sache, weil ich denke, jeder hat andere Wimpern und bei jedem wirkt Wimperntusche anders. Der eine sagt, oh, ich schwöre auf die Chanel-Mascara. Der andere sagt, oh, nee, die Helena Rubinstein und bla. Ich benutze dann die Helena Rubinstein und bei mir sieht es scheiße aus. Beziehungsweise ich hatte letztens, glaube ich, bei Melle, hat getwittert, nee, die Chanel-Mascara macht voll Fliegenbeine. Was bei mir gar nicht so ist oder macht bei ihr fleckig oder irgendwas war da. Das müsst ihr austesten. Also wenn euch Sachen nicht gefallen, die ihr irgendwo gekauft habt, dann gebt sie bitte zurück. Ihr seid nicht verpflichtet, die Sachen zu behalten, wenn es euch nicht gefällt. Weil ich denke, wenn die Werbung das und das verspricht, dann sollte das auch eingehalten werden. Beziehungsweise die Werbung sagt, ja super, 10-mal mehr Volumen, du machst das drauf und da ist gar nichts drauf, dann gebe ich meine Wimperntusche zurück. Also das solltet ihr natürlich individuell testen. So, ich hoffe, dieses Video hat euch ja, gefallen und wir sehen uns bald wieder. Also meine Lieben, bis dann. Tschüss.